Abgeordneter Manfred Grund beantwortet weitere Videofragen von Jugendlichen. Heute von Vanessa Weber und Lisa Kunkel. Wie sollte man nach Ihrer Meinung auf den aktuellen Fachkräftemangel in Deutschland reagieren? Wie stehen Sie zu den Vorschlägen der Bundesregierung, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben? Zurzeit sind in Deutschland so viele Menschen in Lohn und Brot beschäftigt, wie wir es noch nie gehabt haben in unserer Geschichte. 42 Millionen Deutsche gehen einer Beschäftigung nach, davon knapp 30 Millionen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Und wir haben tatsächlich Klagen aus einigen Bereichen der Wirtschaft, dass zu wenig Fachkräfte, auch zu wenig Auszubildende zur Verfügung stehen. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man diesen auch Fachkräftemangel beheben kann. Ich finde zuerst bei aller Höhe der Beschäftigung, wir haben immer noch mehrere Millionen Menschen, die in Deutschland aus unterschiedlichsten Gründen keiner Beschäftigung nachgehen, die aber dringend selber eine Beschäftigung suchen oder auch am Arbeitsmarkt gebraucht werden. Und diese stille Reserve von mehreren Millionen potenziellen Arbeitnehmern in Deutschland, die wäre zuerst zu heben und zwar in Beschäftigung zu bringen. Dazu braucht es einige Programme. Die Bundesregierung tut da einiges dazu. Der zweite Ansatz, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen. Deutsche Industrie hat das in den 50er Jahren gemacht, hat Fachkräfte aus der Türkei, aus Portugal, Spanien nach Deutschland geholt und hat gemeint, die würden irgendwann mal wieder nach Hause zurückkehren. Und dann allerdings festgestellt, dass man Fachkräfte gerufen hat und Menschen gekommen sind mit ihren unterschiedlichen Kulturen und auch ihren unterschiedlichen Problemen, auch Integrationsproblemen. Wer zu uns kommen will, ich kenne selbst Beispiele aus Griechenland oder aus Spanien, die bei uns arbeiten möchten, gut qualifiziert sind, bei sich zu Hause arbeitslos sind oder arbeitslos werden würden, herzlich willkommen. Aber zuerst hat die Bundesregierung und die deutsche Politik und Gesellschaft die Aufgabe, die Menschen, die noch Beschäftigung suchen, in Beschäftigung zu bringen. Wird nicht ganz einfach, aber dieser Aufgabe sollten wir uns zuerst stellen. Meine Frage war, was halten Sie davon, dass man die Schulabschlüsse, die man in Deutschland machen kann, miteinander angleicht, dass man halt zum Beispiel mit einem Realschulabschluss, den man am Gymnasium in Thüringen macht, auch nach Bayern gehen kann und hier anerkannt wird? Also es ist ein großes Ärgernis, dass wir einen Bildungsföderalismus haben mit unterschiedlichen Bildungsstrukturen, Bildungswegen, aber auch unterschiedlichen Abschlüssen, die ganz schwierig miteinander vergleichbar sind. Und dadurch wird nicht nur die Vergleichbarkeit, sondern auch die Mobilität der Arbeitskräfte in Deutschland sehr erschwert. Wer von Bayern nach Bremen umzieht oder umgekehrt, hat mit schulpflichtigen Kindern mehrere Probleme. Und diese Probleme haben halt leider auch viel mit diesem Bildungsföderalismus, manche sagen auch einen Bildungsflickenteppich in Deutschland zu tun. Der Bund hat wenig Kompetenz in dem Bereich. Das ist Hoheit der Länder und die Länder kooperieren zu wenig und zu langsam miteinander. Und unser Ansatz als Bundespolitik ist, wir möchten, dass die Abschlüsse vergleichbar wären. Die Wege dorthin, ob mit 12 Jahren, 13 Jahren, Gesamtschule, gegliedertes Schulsystem, kann jedes Land für sich entscheiden. Aber die Abschlüsse müssen vergleichbar werden. Und aktuell hat die Bundesregierung ein Programm aufgelegt, um auch die Qualifikation der Lehrer, von Lehrern zu verbessern. Auch hier der Ansatz, dass der Unterricht verbessert wird, die Qualität, aber auch das Ziel daran bestehen bleibt, gleiche Abschlüsse bei unterschiedlichen Wegen. Weitere Fragen und Antworten von Manfred Grund gibt es schon in den nächsten Tagen. Nicht vergessen, am 22. September ist Bundestagswahl.